In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen eigenen Wald im Blender schaffen kannst. Los geht's! Als erstes deleten wir unsere Cube, die braucht man nämlich nicht. Dann benötigen wir als erstes eine Plane. Die tun wir dann skalieren auf 10. Das gibt unseren Grundboden. Dann brauchen wir eine weitere Plane, die lassen wir in der Größe. Ich tue sie jetzt nur noch kurz richtig positionieren, indem ich R, X und 90 drücke. Also im 90 Grad Winkel ausgerichtet. Dann kommt auf diese Plane ein Material und dazu gehen wir in den Shader Mode. Markieren nochmal unsere Plane. Außer Material Output löscht man hier alles. Als nächstes benötigt man eine Image Texture. Hier wählt er eine PNG-Datei von einem Baum aus. Danach benötigt man einen Mix Shader. Tun wir jetzt erstmal zur Seite. Als nächstes braucht man einen Transparent Shader und als letztes noch einen Diffuse Shader. Nehmen wir vom Image Texture Color in Color und Diffuse gehen wir in Shader bei Mix Shader. Von Image Texture Alpha gehen wir in Mix Shader und von Transparent auch in Mix Shader. Als letztes gehen wir von Mix Shader in Surface bei Material Output. Wie ihr seht, ist das Bild hier drauf projiziert, aber die Außenränder sind noch schwarz. Das liegt daher, dass wir noch hier bei Settings noch vom Blend Mode umstellen müssen auf Alpha Blend. Und nun ist unser Bild außenrum transparent. Als nächstes schieben wir unser Bild zur Seite. Als nächstes gehen wir zu unserer großen Plane, markieren sie. Dann benötigen wir ein Partikelsystem. Den Typ stellen wir fair um. Und unter Render gehen wir von Render As, stellen wir vom Part auf Objekt um. Und unter Objekt nehmen wir die Pipette und markieren unseren Baum. Und unsere Bäume werden schon hier drauf projiziert. Wir markieren noch Object Rotation, weil, wie ihr seht, die Bäume sind noch nicht richtig ausgerichtet. Die müssen wir jetzt noch richtig ausrichten. RY90. Und dann geht ihr in Edit Mode. Und richtet das nochmal richtig aus. Als nächstes könnt ihr ein bisschen noch bei den Einstellungen spielen. Zum Beispiel unter Scale, damit ihr die Größe der Bäume bestimmt. Dann könnt ihr unter Scale Randomness auch nochmal verschiedene Größen. Das macht auch nochmal einen besseren Effekt her. Ihr könnt die Nummer der Bäume wählen. Von 1000 auf 500 oder auf 5000, wenn ihr wollt. Ihr habt genug Möglichkeiten, euch auszutoben.